Heute werde ich euch zeigen, wie man aus diesen Bildern hier dieses Bild erstellen kann. Was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Diesmal mit einem etwas anderen Format. Wir benötigen heute Photoshop. Du kannst auch Krita benutzen. Krita ist eine andere Software, die ist kostenlos. Ich werde sie in meiner Beschreibung verlinken, kannst du runterladen auf dem PC und auch direkt benutzen. Wenn du jetzt kein Photoshop hast oder einfach nicht am PC sitzt, kannst du mir natürlich trotzdem zuschauen, mach dir einen Tee. Es wird auf jeden Fall entspannt und dann kannst du sehen, wie ich jetzt so ein einfaches Bild in Anführungsstrichen erstelle. Dann würde ich mal sagen, let's go und rein in die Olga. So, ich habe jetzt Photoshop offen. Ich habe auf Create New gedrückt hier. Ich benutze immer das Custom Preset 1080 auf 1350. Hier seht ihr das auch nochmal. Ist Instagram Standard für Hochformat. Resolution kannst du einfach so lassen. Kannst auch einfach 333 machen. Im Grunde genommen ist es nur, wenn du jetzt das Bild am Schluss ausdrucken möchtest, dass es noch die Qualität beibehält. Drücke ich jetzt auf Create. So, jetzt sind wir hier drin. Jetzt könnte ich natürlich anfangen zu malen, theoretisch. So, ich füge jetzt das erste Bild hinzu. Die Bilder kannst du runterladen in meiner Beschreibung. Einfach hier reinziehen. Steuerung Minus. Bisschen rauszoomen. Ihr könnt jetzt hier versuchen, das anzupassen, aber das dehnt sich ja dann natürlich. Ich halte jetzt Shift und dann bleibt dieses Format so. Und ihr seht es jetzt hier andocken die ganze Zeit, diese Striche. Wenn du das nicht haben willst, Steuerung halten und dann kannst du es frei bewegen. Enter. So, jetzt kannst du den Hintergrund, Background einfach löschen, entfernen. So, jetzt hole ich das nächste rein. Das hier. Boom. Und jetzt die Opazität runter, dann weiß ich, mit was ich arbeite hier. Auf 70 ungefähr. Und natürlich wieder Steuerung. So, ich möchte jetzt den Horizont an dem hier ansetzen. So ungefähr. Drücke ich Enter. Opazität wieder sehr hoch. Und jetzt möchte ich natürlich nur dieses Schloss oder dieses Dorf hier haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst einen Pinsel nehmen und das so von Hand alles rausradieren. Du kannst auch hier dieses Lasso-Tool benutzen. Das macht jetzt nur gerade Striche. Ich benutze jetzt aber den Pen-Tool, weil wenn du jetzt hältst, also klicken und halten, dann macht er so Kurven. Also ich setze jetzt einfach mal hier an, zoome ich rein, Steuerung Plus oder Minus, rein und raus zoomen. Und jetzt klicke ich einfach und fahre das jetzt einfach nach. Ich mache das jetzt natürlich nicht so sauber. Ihr könnt euch schön Zeit lassen. Aber ich werde das Bild ja jetzt nicht hochladen und irgendwo posten. Ist jetzt nur fürs Tutorial. Lasst euch schön Zeit, wenn ihr ein gutes Ergebnis haben wollt. So, ich werde jetzt eine kurze Timelapse einblenden, wie ich einfach hier drumherum klicke. So, wenn ihr das jetzt umrandet habt, um das jetzt zu verbinden, klickt ihr einfach hier rum und den letzten Punkt hier. Und jetzt Rechtsklick, Make Selection. Ich lasse es immer auf 1, Feather Radius. Jetzt habe ich hier so eine Selection. Wie ihr seht hier, Shape. Wenn ich jetzt aber hier drauf klicke, auf das Schloss, dann ist das immer noch hier drauf. Und wie ich das jetzt hier alles wegmache, ganz einfach. Ich werde eine Layer Mask hier reinsetzen, in diesen Layer rein, in diesem Schloss. Drücke ich drauf, boom, und schon ist das hier alles weg. Was diese Layer Mask hier macht, ganz einfach, wenn ich jetzt einen Pinsel nehme, wenn ich jetzt schwarze Farbe habe, tut es alles rausradieren. Wenn ich jetzt mit X oder hier drauf drücke, ich mache immer X, weiß nehme, dann könnt ihr das wieder hinzufügen. So könnte ich das ja natürlich jetzt auch gemacht haben, aber das dauert einfach viel zu lang. Da ist der Pen-Tool einfach am besten. So, jetzt tue ich die Spiegelung hier wegradieren, das kann ich mit dem Pinsel machen. Ich habe hier drauf geklickt, so. Schwarz. Und wenn ihr jetzt den Pinsel größer haben wollt, Alt halten, rechte Mausklick halten, nach rechts oder links verschieben, die Härte des Pinsels einfach hoch oder runter. Und jetzt will ich so eine gerade Linie hier haben. Ganz einfach, ich klicke jetzt hier, bumm, und dann halte ich Shift und klicke jetzt hier hin. Das mache ich jetzt so ein paar Mal. Damit bin ich jetzt zufrieden. Passt natürlich jetzt irgendwie nicht so rein, gar kein Thema. Jetzt spiegeln wir das alles. Das hier brauche ich jetzt nicht, entfernt. Und jetzt tue ich das einfach duplizieren. Steuerung J. Boom, jetzt hat das kopiert. Und jetzt Steuerung T. Dann kannst du das immer so verschieben. Also sagen wir jetzt Enter. Oh, ich möchte es doch verschieben. Wieder Steuerung T. Boom, und dann kannst du es wieder so verändern. Und ihr seht jetzt dieses Undock-System hier. Das dockt jetzt immer hier an. Das ist sehr gut in Photoshop. Rechtsklick, Flip Vertical, jetzt tue ich das hier so anpassen, Enter.
Jetzt tue ich die Opazität ein bisschen verringern. So, auf 81. Und damit es ein bisschen besser rüberkommt. Filter, Blur, Gaussian Blur. Machen wir 1.9. So, jetzt sieht es ein bisschen besser aus. So, und sagen wir jetzt mal, dein PC ist jetzt nicht so gut, es fängt an zu laggen und so. Ich habe einen kleinen Tipp, wie ihr ein bisschen Speicherplatz bzw. Arbeitsspeicher verringern könnt, gerade in diesem Dokument. Zeige ich euch kurz. Ihr seht jetzt hier die Zahl, 23.0. Wenn die hoch ist, heißt es, dass euer Arbeitsspeicher sehr gefüllt ist. Wenn die klein ist, heißt es, dass es jetzt nicht so laggt. Also, ich kann jetzt die zwei Sachen, also das Schloss und das Schloss, kann ich, sagen wir mal, zusammen in einen Layer kombinieren. Steuerung und hier und dann Rechtsklick und dann merge ich die Layers. Boom. Und jetzt habt ihr die Zahl gesehen, ist auf 11.9 runtergegangen. Also wie ihr sehen könnt, ist hier oben das Licht dann, weil hier etwas Licht ist, hier ist schattig, das heißt hier muss das Licht kommen. Das ist jetzt auch wieder so ein Tipp, wenn ihr nach Bildern sucht, gerade bei Unsplash, die Seite verlinke ich auch mal in der Beschreibung, achtet darauf, dass die Lichtverhältnisse stimmen. So wie jetzt hier. Ich habe mein Studiolicht hier und alles, was auf der Seite ist, ist Schatten. Das heißt, wenn ich jetzt ein Bild suche, wo das Licht von hier ist, wiederum auch gar kein Thema, weil dann kann ich das wieder horizontal flippen und dann ist das Licht natürlich hier. Wenn jetzt aber bei dem Schloss zum Beispiel das Licht von oben käme und bei dem Bild dahinter das Licht von rechts, dann passt es nicht so. Also achtet immer schön darauf. So, und hier ist jetzt kaum Licht drauf, wie ich das jetzt aber verändern kann, ganz easy. Ich klicke jetzt hier hin, ein Adjustment Layer, Brightness Contrast, das sind so alles Helligkeiten. Ich mache jetzt das einfache, Brightness Contrast. So, und damit es jetzt nur das Schloss hier erhält, kann ich auf dieses Symbol hier klicken. Oder ich halte Alt und wenn jetzt das Symbol hier kommt, kann ich das da reinklippen. Und jetzt wird der Effekt nur noch hier sichtbar sein. So. Jetzt mache ich Brightness total hoch, 68, okay. Wie ihr seht, hier ist wieder so eine Layer Mask, wie wir das davor hatten, wo wir das ausgeschnitten haben. Das heißt, hier können wir mit Schwarz zum Beispiel alles wegmachen, hier die Helligkeit. Aber ganz einfach ein Tipp, um es jetzt zu invertieren, Steuerung I, dann ist das komplett weg. Und ich möchte jetzt aber nur das Licht hier hinzufügen. Das heißt, ich nehme jetzt die Farbe Weiß, also X, weil Weiß hinzufügt. Mache ich meinen Pinsel höher, tue ich jetzt hier ein bisschen. Das war jetzt die Opazität, die Deckkraft von dem Pinsel. Vorher, nachher, macht auf jeden Fall einen Unterschied. Natürlich das gleiche jetzt hier unten. So, okay. Vorher, nachher bin ich zufrieden. Und weil ich zufrieden bin, kann ich natürlich wieder Platz sparen. 12.9. Jetzt habe ich alle markiert. Rechtsklick, Merge Layers. Boom, 10.8. Wieder ein bisschen Platz gespart. Okay, als nächstes will ich hier Nebel hinzufügen. Ganz einfach, ich habe extra so ein Brush Pack hier und wie ihr dieses Preset jetzt bekommt, also die vielen Brushes, die Pinsel, ganz einfach, ich werde es in meiner Beschreibung verlinken oder jetzt auch hier einblenden, ist ein YouTube-Video von Imad, er selber hat dieses Preset erstellt und ist auf jeden Fall ein richtig guter Künstler. Dort könnt ihr einfach auf den Link in seiner Beschreibung auch klicken und die runterladen. Ich zeige euch jetzt kurz, wie ihr die installieren könnt auf Photoshop. So, ich bin jetzt hier auf dem Brush drauf, dann hier, Zahnrad und dann drücke ich auf Import Brushes und sagen wir jetzt mal, das wären jetzt die Brushes, da drücke ich dann einfach auf Load, boom und dann sind die jetzt hier. So, das sind die Brushes und wie ihr seht, da sind immens viele. Jetzt sucht ihr einfach nach diesem Cloud Brush. Einen Moment. Ja! Wenn während deinem Video der Postbote klingelt und dir dein neues Stativ bringt, soll ich ein Unboxing kurz machen? Nein, Mann, Scherz. Also ihr habt es jetzt installiert, jetzt sucht ihr hier nach diesem Dust oder Cloud Brush und ich möchte das jetzt nicht direkt auf diesen Layer hier drauf ballern. Das heißt, ich create einen New Layer hier unten, zack, und jetzt kann ich da drauf losmalen. Natürlich werde ich jetzt die Farbe ändern und achtet darauf, wenn ich jetzt hier bisschen Nebel hinmal, sollte der Nebel dahinter natürlich etwas kleiner sein. Also diese Perspektive, ihr wisst Bescheid. Jetzt macht ihr das einfach nach euren Belieben. Doppelklick, benenne ich den jetzt. Nebelsee. Und jetzt create ich nochmal einen Layer, boom. Zieh den jetzt dazwischen, das heißt hinter dem Schloss. Und werde jetzt einen noch kleineren
Brush nehmen und das gleiche jetzt hier im Hintergrund machen. Jetzt könnt ihr natürlich mit der Opazität spielen. So und bei dem Layer etwas weniger. Da möchte ich jetzt nichts mehr dran ändern. Solltet ihr aber denken, oh, jetzt habe ich hier ein bisschen zu viel gemacht, nehmt einfach den Radierer und das gleiche Preset hier, den Brush, und dann tupft einfach hier ein bisschen rein. Hier unten 16,2, wieder ein bisschen Platz sparen. Alle markieren, Rechtsklick, Merge. Boom, 9,74. Okay, als nächstes kommen die Vögel hier. Reinziehen. So, und wie ihr sehen könnt, ist der Hintergrund jetzt von den Vögeln weiß. Gar kein Thema, es gibt die Blending Options und da können wir das ganz einfach entfernen. Wenn ich jetzt den Pinsel oder den Pen Tool wieder benutze, wie davor, dann würde ich ja Jahre brauchen. Deswegen machen wir das jetzt so ganz einfach. Ihr drückt jetzt hier, da wo Normal steht, normal, auf Multiply. Das ist so mein Favorit, wenn es um weiße Hintergründe geht. Würde ich jetzt einen schwarzen Hintergrund haben und weiße Vögel zum Beispiel, nehme ich immer Screen. Aber ich möchte das Weiße weg haben, das heißt Multiply. So, jetzt verkleinere ich das alles mit Shift wieder, weil ich möchte das so beibehalten. Steuerung Plus, reinzoomen, so, Enter. Und jetzt möchte ich ein paar entfernen, es sind natürlich zu viele, also ganz easy, wie wir das wissen, hier eine Layer Mask hinzufügen, boom, und das gleiche Spiel mit dem Pinsel machen. Jetzt muss ich meinen Pinsel natürlich ändern, mehr reinzoomen, in die Pixel rein, weil die müssen wissen, wer hier jetzt der Creator ist. Jetzt einfach, wie ihr wollt, Vögel entfernen. Die, wo euch schräg angucken zum Beispiel oder irgendwas Dummes gesagt haben, also einfach, so wie der hier, der hat gerade gemuckt, einfach kurz rausradieren. Ich mache kurz Timelapse. Und jetzt das gleiche wie davor mit der Spiegelung. Steuerung J, kopiert das Ganze, dann Steuerung T für Transformieren, dann rechtsklicken, Flip Vertical. Und wie ihr seht, wieder das Undock-System in Photoshop, was ich auch sehr mag. Einfach runterziehen auf der Linie. Opazität wieder wie davor, ein bisschen runter machen. Filter, Blur, Gaussian Blur. Ist eingestellt wie davor, 1,9. Okay, man sieht nicht viel, aber die kleinen Dinge im Leben, ihr wisst Bescheid. So, und um wieder Platz zu sparen, alle markieren, also die Vögel, Rechtsklick, Merge Layers. Oh, verdammt, ist ja wieder weiß. Gar kein Thema, weil es hat sich auf Normal gestellt wieder. Also auf Multiply, damit das Weiße weg ist und zack, da haben wir es. Ich möchte jetzt hier aber noch ein bisschen mehr Helligkeit haben, da die Sonne schon etwas stark ist. Gehe ich wieder auf meinen Nebelsee, beziehungsweise hier, wo mein Schloss mit drin ist. Dann tue ich jetzt wieder ein Adjustment Layer hinzufügen, Brightness Contrast. Ich mache jetzt mal einfach Exposure. Klippe ich das natürlich, weil wenn ich es nicht klippe, wird das alles machen. Und wenn ich jetzt hier wieder drauf drücke, zack, ihr seht das Zeichen. Jetzt macht es nur an dem Schloss. Und Steuerung I, dann invertiere ich das alles hier. Zack. Und jetzt mit einem weißen Pinsel wieder jetzt etwas reinmalen. So, normalerweise wären wir jetzt fertig, aber ich möchte noch mehr rausholen aus den Farben, aus den Belichtungen von dem ganzen Bild. Und da kommt Camera Raw ins Spiel. Das ist ein Filter in Photoshop, ist genauso wie Lightroom, das Layout ist ein bisschen anders. Wenn du jetzt aber nicht Photoshop benutzt, sagen wir, du benutzt Krita, dann exportier das Bild jetzt einfach, so wie du das gemacht hast mit mir, und zieh das auf dein Handy oder auf dem Desktop und benutze einfach eine andere Bildbearbeitungssoftware, sagen wir jetzt mal Lightroom in dem Sinne. Und dann kannst du jetzt nochmal nachbearbeiten, so wie ich das mache. So, Famous Short Key, Steuerung, Alt, Shift und E. Und jetzt, passt auf, boom, jetzt haben wir alles in einem Layer drin. Jetzt gehe ich auf Filter und Camera Raw. Jetzt lädt es natürlich ein bisschen, zack, okay. Jetzt fange ich mit den Basics hier an. Drücke ich drauf und ich könnte jetzt eine Timelapse machen, mache ich jetzt aber nicht, damit ihr seht, wie ich das mit den einzelnen Reglern mache. Ich möchte jetzt das Bild ein bisschen wärmer machen, Exposure ein bisschen runter, Kontrast mehr rein, dann fügt sich das alles. Und ich spiele jetzt auch gerne mit den Slidern, also ich übertreibe immer mal ein bisschen
weil dann sehe ich die Werte, die ich dann wirklich auch haben möchte. Ich möchte jetzt mehr Details in dem Himmel, wie ihr seht. Das heißt, ich ziehe die Highlights runter. Ein bisschen mehr Schatten, damit ich mehr Details in den Schatten habe. Weiß tue ich jetzt wieder ein bisschen hoch machen, da ich die Belichtung runtergesetzt habe. Und jetzt seht ihr hier zum Beispiel das Histogramm. Im Grunde ist ein gesundes Histogramm wie so eine Glocke oder so ein Berg. Ich möchte jetzt aber nicht, dass hier etwas hochsteigt oder hier. Jetzt zeige ich euch das kurz, wenn ich mit der Belichtung spiele. Seht ihr, wie das hier klippt, auch diesen Pfeil? Das möchte ich nicht haben. Genauso auch nicht auf der Seite. Natürlich könnt ihr auch etwas klippen lassen, gar kein Thema. Aber macht es einfach so, wie ihr wollt, denn im Endeffekt, wenn ihr das Bild hochlädt, soll es ja euch gefallen und keinen anderen. Also, jetzt gehe ich auf Calibration. Und ihr kennt doch den Teal and Orange Look von den Instagrammern. Boom, fertig. Nein, war ein Scherz. Ich benutze das schon gerne, aber mache ich nur so zwischen 20 und 30 immer. Weil jetzt gehe ich nochmal zum Color Mixer. Und da kannst du jetzt bei Hue mit den ganzen Farben spielen. Rot gibt es jetzt keine. Orange, ja, gehe ich mehr ins Gelbe rein. Das Gelb gehe ich jetzt mehr ins Orange rein. Grün, die Aquas, der Himmel. Mehr ins Teal rein und allgemein Blau auch ein bisschen ins Teal rein. Jetzt die Sättigung der einzelnen Farben. Bisschen mehr Orange, bisschen mehr Gelb, weniger Aquas, bisschen bläulicher. Und jetzt Luminance, die Helligkeit. Ich möchte das Schloss ein bisschen heller haben. Die gelben Farben, das Grüne, die Aquas und ein bisschen das Bläuliche. Und ich bin immer noch im gesunden Bereich. So. Und jetzt benutze ich gerne diese Filter hier. Radial Filter und Graduate. Ich fange jetzt mit dem Radial Filter an. So, die Sonne kommt jetzt von hier. Dann ziehe ich jetzt hier sowas rein. Boom. Und tue jetzt mal Exposure hoch machen. Dann weiß ich, mit was ich arbeite hier. Jetzt verringere ich Exposure wieder ein bisschen. Und ich mache jetzt gerne, gerade wenn ich weiß, wo die Lichtverhältnisse sind oder beziehungsweise die Sonnenstrahlen, tue ich Clarity beziehungsweise die Klarheit runter machen, so auf 80, zwischen 80 und 90. Und wenn ich jetzt hier auf diese Maske, auf dieses Auge gehe, vorher, nachher, seht ihr, was das allein schon ausmacht. Und wenn ihr jetzt das komplette Bild vorher, nachher sehen wollt, hier unten drücken, vorher, nachher. Was ein Unterschied, allein jetzt schon. Mache ich nochmal so einen Radial Filter, tue das aber zurücksetzen, weil ich nicht die Einstellung haben möchte, wieder vor. Jetzt tue ich die Helligkeit etwas erhöhen, nicht viel, so. Und jetzt ein Tipp, Rechtsklick, Duplicate, jetzt tust du alles zurücksetzen, bisschen dunkler machen und jetzt aber auf Invert drücken. Das heißt, es wird jetzt nicht hier sichtbar sein, sondern außen. Also ich drücke Invert, boom. Jetzt haben wir hier außen wie so einen schönen Fade. Das mache ich jetzt nicht allzu viel so, ein bisschen, weil ihr seht jetzt hier oben, wenn ich es wieder übertreibe, dann würde das schon wieder anfangen, ein bisschen da zu klippen. Also ganz bisschen, das passt. Jetzt nehme ich den Graduated Filter hier oben, ziehe hier einen rein und mache das ein bisschen dunkler, weil hier kommt die Sonne rein, hier soll es ein bisschen dunkler sein. Und jetzt ein komplettes Vorher-Nachher, Vorher-Nachher. Bin ich auf jeden Fall zufrieden. Jetzt kann ich nochmal auf Basics gehen, wieder hier ein bisschen etwas verändern. Soll ich jetzt mehr Schwarz einfügen? Ja, es klippt hier und da, aber tralala, ich bin damit zufrieden mit dem Bild. Nochmal ein Vorher-Nachher, boom, drücke ich auf OK. Und um das jetzt zu speichern, kann ich auf Export gehen oder mein Favorite, Save As. Da habe ich immer gute Erfahrungen gemacht, gerade wenn ich es auf Instagram poste. Ich tue das jetzt einfach mal als Misty Castle einspeichern. Dateityp, JPEG. Ich bin mir jetzt mit den anderen Sachen hier unsicher, deswegen macht einfach JPEG. Das mache ich auch immer. Boom. Ja, ich möchte es direkt auf meinen Desktop drauf. Save. Maximum 12. Und das lasse ich auch alles immer so, wie es ist. Drücke ich auf OK. Und da haben wir es. War jetzt ein etwas langwieriges Tutorial und auch etwas anderes. Auf meinem Kanal habe ich nur Parcours und Travel Videos, deswegen wollte ich mal andere Formate reinbringen. Bisschen Luft in die Bude reinzischen lassen. Wenn euch das Video gefallen hat, kommentieren, abonnieren, liken, ihr wisst Bescheid. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. So, jetzt kann ich scheißen gehen.